Hallo. Also bei mir ist es noch früh am Morgen und ich koche euch heute ein Frühstück. Also ich und Ute, wir haben euch ja erzählt, ganz am Anfang, dass wir schon sehr diäterfahren sind. Und irgendwann haben wir auch mal eine Diät versucht mit wenig Kohlenhydraten, was wir natürlich nicht sehr lange durchgehalten haben. Aber wir haben ein tolles Rezept aus der Zeit mitgebracht, das wir auch in unsere Weight Watchers Abnahme integrieren wollen. Und das zeige ich euch heute. Dafür brauche ich filetierte Orangen und filetierte Grapefruit. Pro Person je eine. Ich mache es heute für drei Personen, deswegen haben wir drei Grapefruit filetiert und drei Orangen. Wie das geht, hat Ute euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich werde euch das in der Infobox verlinken. Weiter brauchen wir Avocados. Also wenn ich es für eine Person mache, dann würde ich eine kleine nehmen, und zwar die kleinste, die ich kriegen kann. Für zwei Personen habe ich sonst immer eine große genommen und jetzt habe ich halt zwei kleine. Jetzt, ich muss mal schauen, wie es dann ausgeht. Weiter brauche ich Naturjoghurt, Stevia. Während der Glücksdiät wurde da Fruchtzucker verwendet, aber der hat ja auch Points, deswegen süße ich mit Stevia. Den Saft von den Grapefruit und Orangen, den haben wir beim Filetieren aufgefangen. Der kommt nämlich später zu den Avocados, aber das seht ihr dann noch. Und zum Garnieren nehme ich Walnusskerne. Ich fange an mit der Avocado-Creme. Dafür muss ich jetzt erstmal die Avocado aus der Schale holen quasi und den Kern rausholen. Das geht bei so einer schönen reifen Avocado, das merkt man, wenn sie ein bisschen weich ist, eigentlich ziemlich einfach. Man halbiert sie. Sieht wirklich schön reif. Dann hole ich den Kern raus. Also ich vergesse meine Küchenmaschine zu öffnen. Und dann löffle ich das Fruchtfleisch direkt aus der Schale in den kleinen Mixer. Wie gesagt, wenn die schön reif ist, geht das ganz einfach. Für alle von euch, die noch bisher keine Avocados probiert haben, probiert es mal aus. Ich weiß, bei Weight Watchers neigt man dazu, lieber keine Avocado zu essen, weil so eine Avocado doch relativ viel Points hat. Aber es schmeckt wahnsinnig lecker und es enthält natürlich auch viel gesundes Fett. Es ist ein pflanzliches Fett und das sind ja meistens die gesunden Fette. Zu den Avocados kommt jetzt Joghurt. Pro Person 2 bis 3 Esslöffel. Ich mache es wie gesagt für drei Personen. Ich fange jetzt mal mit 6 Esslöffel an und dann schaue ich mir noch die Konsistenz nachher an. Dann kommt rein der aufgefangene Saft von den Zitrusfilets. Ich mache jetzt auch mal noch nicht ganz alles rein, damit es mir nicht zu flüssig wird. Und dann mache ich noch rein 2 Teelöffel Stevia für den Anfang. Und dann einfach einmal durchmixen. Seht schon, das ist eine richtig schöne Creme geworden jetzt. Ich muss jetzt mal noch probieren, ob es süß genug ist. Also, das muss ich ja noch ein bisschen Stevia rein. Ich mache jetzt noch mal 3 rein, dann sind es insgesamt 5 Teelöffel Stevia. Jetzt ist es gut.
Jetzt muss man das Ganze nur noch schön auf dem Teller anrichten. Ich habe euch jetzt mal einen Teller angerichtet. So wie ihr ihn da seht, hat er ungefähr 5 Points. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß eure Avocado ist. Drüber gestreut habe ich jetzt noch eine Walnuss. Die habe ich gehackt, gerade mit dem Messer ein bisschen klein geschnitten. Und es ist ein super leckeres Frühstück. Und wie gesagt, für alle, die Wert drauf legen, mit einem sehr niedrigen Glücks.